Hallo meine lieben Freunde und ich grüße euch ganz herzlich hier zu einem neuen Beitrag auf dem Kanal Marc Gademann klärt auf. Worum geht es eigentlich im Leben? Das ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen. Eine Sache, die dabei wichtig ist, das ist vollkommen klar, ist natürlich die positive Gehirnprogrammierung. Das heißt, man muss sich mindestens einen Monat jeden Tag positive Gehirnprogrammierung auf YouTube anschauen, um es sich unterbewusst klar zu machen. Ich bin großartig, ich bin glücklich, ich werde glücklicher. Ich bin reich, dass man das definitiv lernt. Aber Achtung, da sind auch Betrüger unterwegs. Wenn ihr jetzt schon ein schlechtes Gefühl habt oder Hypnose und dieser Blödsinn, aufpassen. Ich habe mir ein Video gespeichert, das heißt, glaube ich, ich bin großartig. Das gibt es auf YouTube, kann man sich angucken. Ja, kann man sich auch 2-3 Mal am Tag angucken. Ja, vielleicht auch abends oder so, dann müssen die Leute selber entscheiden. Aber dass du das einprogrammierst, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist etwas, das ich gerade ganz entscheidend mache, weil natürlich diese männerfeindliche Pornoindustrie, das hat mich natürlich sehr, sehr geschädigt, das ist klar. Aber Fakt ist auf jeden Fall eins, liebe Freunde, gerade die Männer müssen lernen, an ihrem Alpha-Verhalten zu arbeiten. Denn sonst, ihr kennt das, die Männer wie die Frauen kennen das, dass sie sich ständig im Alltag fühlen wie ein Hund oder ein Arschloch. Das ist das Problem, was auch gerade die Männer sehr stark haben. Und deshalb muss man lernen, man ist nicht Hund oder Arschloch, auch wenn man es im Einzelfall sein kann, sondern man ist Alpha. Das ist sehr, sehr entscheidend. Und deshalb arbeite ich gerade sehr stark daran, weil die Frage ist immer, wer bringt einem das bei? Es ist wohl nicht gewollt. Der Staat und der Feminismus wollen das nicht. Das Fernsehen, die Schule will das abtrainieren und ein negatives Gehirnprogrammierung reinbringen. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Das heißt, du musst dich positiv programmieren, um wieder authentisch wie als Kind das Lebensglück zu haben. Authentisch bist du sowieso, aber dir wird es einem teilweise aberzogen, nämlich dein Lebensglück und so weiter, durch ständige Paranoia, durch eine Psychose eigentlich. Paranoia, Hassattacken, Aggression, Depression und, wie bei Psychosen üblich, künstlich gesteuerte Glücksgefühle durch das Fernsehen und so weiter. Fernsehen abschalten, Radio abschalten, ja, im Internet Videos angucken, die sich auch lohnen und nicht diesen Unterhaltungsscheiß. Jeden Tag in den Wald, die Natur, 1 bis 2 Stunden, ne? 2 mal 1 Stunde zum Beispiel. Man kann auch laufen, man kann natürlich auch Kampfsport oder Krafttraining machen oder was auch immer man machen möchte. Und natürlich auch, weil Sport mache ich eigentlich nicht so sehr, ich gehe jeden Tag halt 2 Stunden spazieren oder so. Das hilft auch schon, wenn man den Duft der Blumen einatmet. Das ist auch wichtig, um runterzukommen. Ja? Die Psychose, die negative Gehirnprogrammierung raus. Weil ich hatte ganz üble Psychosen, einer der schlimmsten Psychosen, die man sich vorstellen kann, waren auch Drogen im Spiel. Und deshalb sieht man aber an mir, dass man, wenn man positive Gehirnprogrammierung macht, das Negative schrittweise immer stärker und immer stärker raus. Es geht raus, raus, raus. Das ist wichtig. Das ist auch wichtig für die Frauen, das ist auch klar. Und deshalb habe ich natürlich für mich jetzt, damit ich mir das antrainiere, weil ich will nicht irgendwie dann zu sehr zum Arschloch werden, ja, weil das kann passieren, wenn man nicht Alpha sich fühlt, ja, und das Gefühl hatte ich zu selten in meinem Leben und deshalb natürlich auch oft das Mädchen oder die Frau nicht bekommen, die ich wollte, weil ich habe immer zugehört, ich war halt nicht so authentisch und habe gesagt, hier, das und das ist wichtig und das sind meine Probleme. Die Männer müssen auch ganz stark lernen, über ihre Probleme zu sprechen, das Recht habt ihr auch. Ihr seid keine Hunde, ihr seid Alpha-Männer, das ist sehr, sehr wichtig. Und deshalb habe ich mir hinten auch ein paar positive Sprüche. Da kann man sich auch jeden Tag 10 Minuten vorstellen. Ja, man kann es auf ein Blatt schreiben oder so. Und ich habe da hinten mir was aufgehangen. Ich bin großartig, ich bin stark, ich bin Alpha, ich bin der Mann und darunter noch King. Ja, das ist wichtig, definitiv für die Motivation. Was auch wichtig ist, das ist auch zum Runterkommen immer wieder wichtig. Ne? Ich trinke natürlich hier grünen Tee zum Beispiel. Ne, Ernährung ist sehr wichtig, regelmäßig Hühnereier aus Freilandhaltung, natürlich auch Naturjoghurt mit Datteln drin esse ich häufig, ne, Obst und Gemüse, man weiß, was dazugehört, Direktsäfte und regelmäßig Tee, rausgehen ist wichtig, ne? Nicht immer nur zu Hause hocken, sondern auch viel rausgehen, Menschen kennenlernen, einer kleinen Partei beitreten oder einer größeren Partei beitreten, einem Verein beitreten, was auch immer, eine Organisation, eine Friedensorganisation, was auch immer du gut findest. Und das sollte man auch tun, starke Freundschaften und Partnerschaften aufbauen, weil man muss eins verstehen, die Leute sagen immer, ja, ich muss ja Wohlstand erreichen, um Reichtum zu erlangen, das ist falsch, du erlangst deinen Wohlstand durch Reichtum, das ist das, was wichtig ist, reich bin ich schon, nur der Wohlstand, das ist das, was folgt. Das ist entscheidend, der Reichtum sitzt in mir. Ich bin reich an guten Taten, Menschen Geld zu geben aus Selbstlosigkeit, zu spenden, gute Organisationen zu finden, wo ich spenden kann mit gutem Gewissen,
Menschen gute Ratschläge zu geben. So baust du deinen Kanal auf, so baust du dies auf, so baust du ein Unternehmen auf, so baust du, was machst du? Kunst? Ah, du interessierst dich für Kunst. Ich beschäftige mich noch damit, ich melde mich bei dir. Weißt du, so, und dann hilfst du so vielen Menschen und dann kommt irgendwann der Wohlstand, weil dir wird geholfen. Du machst es erstmal so aus Selbstlosigkeit und weißt, es kommt irgendwann zurück. Gestern habe ich ein Video gemacht, das war auch wichtig. Was wollen Frauen? Bezog sich auf die Staffel 1, Folge 2 von Mad Men, was wollen Frauen? Und das habe ich analysiert, was wollen Frauen, was wollen Männer? Ich habe gesagt, die Frauen wollen einen Mann, der mitten im Leben steht in der Regel. Das heißt, dass der Mann natürlich, ne, selbst wenn man jetzt nicht so viel Geld hat, ja, dass die Frau aber das Gefühl, das ist ein Typ, der, ne, der hat schon was aufzubieten. Ja, der gibt mir ein sicheres und gutes Gefühl. Ich fühle mich wohl bei ihm. Ja, er ist auch nett, klar, liebevoll, mitfühlend, aber, und er spricht über seine Probleme, er ist authentisch. Ja, Authentizität, das ist auch beim Daten wichtig. Authentisch rüberkommen, das ist klar. Das kommt bei mir alles noch, die richtige Partnerin, die habe ich noch nicht gefunden. Aber wie gesagt, ich sage immer, so hart das klingt, lieber einsam sterben als mit der falschen Frau. Weil selbst wenn du einsam bist, bedeutet das nicht, dass du allein bist. Ja, das ist entscheidend. Und deshalb habe ich mir jetzt auch mal aufgeschrieben, was ist wichtig, denn du willst ja kein Hund sein oder auch kein Arschloch werden, dass deine Frau schlägt oder so. Deshalb ist wichtig für den Mann, sich anzutrainieren, dass du immer wieder auf dem Tisch haust. Unterbewusstsein muss das muss einprogrammiert werden. Das heißt, du schreibst dir die positiven Sätze auf, ich bin großartig, ich bin stark, ich bin Alpha, ich bin der Mann, King. Ja, und sagst das 10 Minuten, ja, kannst auch schon mal leise machen, dann war es lauter und dann sagst du, ich bin der Mann, ich bin Alpha, ja, das muss ich einprogrammieren und dann sagst du natürlich, ich bin der Herr im Haus, ich hau auf den Tisch, du sagst die ganze Zeit, damit sich das einprogrammiert, das machst du auch am besten jeden Tag, für eine bestimmte Zeit auf jeden Fall, aber wichtig ist auch, das habe ich natürlich auch recherchiert, es ist übrigens auch alles für die Sexualität sehr wichtig, ne, muss man auch, ne, positive Gehirnprogrammierung, Alpha-Verhalten lernen. Bei positiver Sexualprogrammierung würde ich aufpassen, da sind viele Betrüger, vor allem Frauen, die reden da mit einer ganz sanften Pornostimme, um dich dann wieder zum Hund zu machen, musst du sehr, sehr aufpassen, deshalb würde ich mich auf positive Gehirnprogrammierung, ne, Glücksprogrammierung und auf Alpha-Verhalten, dass du dir das, ne, immer wieder, ich bin der Mann, ich bin der Herr im Haus, dass du dir das im Kopf, im Unterbewusstsein ankommst und dann wirst du natürlich deine wundervolle Partnerin dann möglicherweise auch finden, ja. Und du musst aber auch deine Ängste deutlich machen. Ne? Das heißt, wenn du deine Ängste, deine Probleme, deine Sorgen, deine Trauer, auch deine Vergangenheit, die Frau wird darauf Rücksicht nehmen, wenn sie versteht, dass du Alpha bist, über deine Probleme sprichst, das ist wichtig, ja, weil sie, die kann ja nicht Gedanken lesen. Woher soll sie das wissen, dass du männerfeindliche Pornos geguckt hast, dass du die, sie weiß ja nicht. Sie kann sich vielleicht vorstellen, dass du sowas mal gemacht hast, aber woher soll sie das wissen? Das heißt, was Frauen wollen, ist der Mann, der irgendwo mitten im Leben steht. Ja, das ist das, was sie immer wieder sagen, das ist Biologie. Beim Mann ist es anders, er sucht nach zwei Eigenschaften bei der Frau, die sehr, sehr wichtig sind, nämlich Herzlichkeit und Sexualität. Wenn die Frau Herzlichkeit und Sexualität mitbringt, das sind eigentlich die klügeren Frauen, ja, weil die anderen Frauen sind immer, wie kann ich den kontrollieren und so, du wirst unglücklich sein, sondern es geht darum Herzlichkeit und Sexualität. Das heißt, wenn die Frau große Herzlichkeit und eine wunderbare Sexualität mitbringt, glaubt mir, da tut der Mann fast alles für sie, das ist so, das ist Fakt. Das heißt, die Frau muss den Mann auch Alpha sein lassen, das ist sehr, sehr wichtig. Die Frau möchte nur in bestimmten Situationen Alpha-Weibchen sein. Sie will weniger Alpha sein als der Mann, das ist auch Biologie. Gleichberechtigung wünscht sie sich bei der Partnerwahl und bei der Arbeitssuche und so weiter. Aber sie möchte sich auch nicht das Recht nehmen lassen, vielleicht eines Tages Hausfrau und Mutter zu sein. Der Feminismus will dieses Recht natürlich attackieren. Der Feminismus ist quasi eine Selbstmordideologie, die mit negativer Gehirnprogrammierung arbeitet und dich immer an Psychosen festhält, immer nur an Schlechtes erinnert und so weiter und dich immer wieder krank und kaputt macht. Ja, wenn so eine radikale Feministin spricht, müsste man dann eigentlich mal machen, ja, dass die mal weggeht, damit ihr das mal kapiert. Ja? Aber ich möchte diese Geräusche jetzt nicht so viel machen, sondern wir müssen uns auf das Positive fokussieren. Das ist wichtig, meine lieben Freunde. Und deshalb müssen wir das verstehen. Was macht ein Alpha-Mann eigentlich aus? Darauf werde ich jetzt genauer eingehen. Es sind 10 Qualitäten eines Alpha-Mannes. Die könnt ihr euch auch, wenn ihr männlich seid, aufschreiben. Die Frau muss ein bisschen anders gucken, wie sie das macht. Das ist jetzt auch sehr, sehr wichtig für die Männer. Aber die Frauen, das kann ich auch schon mal als Tipp geben, können positive Gehirnprogrammierung machen. Ja,
Und bei den Frauen ist es gar nicht, dass sie immer so viel Alpha-Weiblichkeit trainieren wollen. Können sie auch, aber sie wollen oft dann auch, wie komme ich zur Ruhe, wie komme ich runter im Leben. Ne, das ist klar, das braucht der Mann übrigens auch. Nur es funktioniert ein bisschen unterschiedlich und da kann man zusammen auch spazieren gehen. Ja, aber die Frau kann auch ein bisschen Alpha-Verhalten lernen, klar. Aber sie will das in der Regel nicht zu stark. Ja, gut, in der Führungsposition ist vielleicht nochmal anders. Das kann sie auch machen, das will ich auch gar nicht schlecht reden, aber sie will das in der Regel etwas weniger als der Mann, dieses Alpha-Verhalten. Also die 10 Eigenschaften eines Alpha-Mannes könnt ihr euch auch aufschreiben und immer wieder angucken und euch bewusst machen. Das ist wichtig, die Bewusstmachung. Der Alpha-Mann, 10 Qualitäten, die man mitbringen muss. Das eine ist das Selbstbewusstsein. Das zweite ist die klare Sprache. Drittens Motivation. Viertens Mut. Fünftens Verantwortung. Sechstens der Fokus. Siebtens die Führung, achtens die Körpersprache, neuntens die Dinge auf den Punkt bringen und zehntens sein Revier markieren. Das ist sehr, sehr entscheidend. Diese 10 Dinge solltet ihr euch aufschreiben, habe ich im Netz oder im Internet, sage ich mal. Also im Netz bin ich nicht, das sind die Leute, die sich da abhängig von falschen Videos oder so machen, sondern ich bin im Internet, weil ich natürlich an mir arbeite und das Internet auch nutze für meine Arbeit oder um im Leben vorwärts zu kommen. Also es ist wichtig, ne? Klar, der Mann muss sein Mitgefühl natürlich mitbringen in die Partnerschaft, aber wie gesagt, manchmal hilft beim ersten Date sogar ein bisschen Provokation der Frau, ein bisschen rauskitzeln, was sind ihre Komplexe, damit man das so ein bisschen sieht, dann kann der Mann versuchen, damit umzugehen. Ja, das ist sehr entscheidend, weil die Frau hat auch Komplexe, kann auch Psychosen haben, kann auch negative Programmierung im Gehirn haben. Ja, und es geht nicht darum, dass du alles Negative immer zwangsläufig rausbekommst aus dem Gehirn. Wie gesagt, der Mann hat auch Ängste, Traurigkeit, er hat Mitleid mit anderen Menschen. Ja, und das ist, was der Mann aussucht, eine Frau, die das wertschätzt, dass du als Mann spendest für die und die Organisation, dass du armen oder sagen wir mal weniger wohlhabenden Menschen hilfst oder sonst was. Das wünscht sich der Mann. Das mit dem Wohlstand ist was später kommt. Ne, manchmal hilft die Frau auch dem Mann noch bei seiner Arbeit. Ne, dann kommt der Wohlstand. Ja, und dann irgendwann nach ein paar Jahren, wo die Frau immer weiter Herzlichkeit, Sexualität und all das, was der Mann sich so wünscht, zeigt, dann ist natürlich klar, dass es für den Mann kein Problem ist, wenn die Frau irgendwann sagt, naja, ich habe jetzt gerade nicht ganz so viel Geld. Und dann wird der Mann sagen, ja, kein Problem, dann hol dir mal was Schickes oder was auch immer du haben möchtest. Ja klar, die Feministen werden jetzt wieder schreien, das ist Prostitution und all dieser Blödsinn. Das stimmt aber nicht, das ist einfach Biologie. Ja, der Mann immer so ein bisschen Ernährer, die Frau ist auch Ernährerin, aber es funktioniert ein bisschen anders, zum Beispiel, dass sie sehr gern auch kocht für den Mann, auch wenn der Mann natürlich auch schon mal kochen kann, ist klar, aber dass die Frau eher kocht für den Mann oder auch für die Kinder, die Kinder stillt und so weiter, dass die Frau es auch ernährt, es funktioniert nur anders. Ne? Also diese Feministen, die haben einfach Minderwertigkeitskomplexen und Psychosen, ja, das muss man jetzt mal so knallhart sagen und das muss raus, ja, und da musst du die Frau auch mal ein bisschen provozieren, ja, dass du einfach mal sagst, ich brauche den Feminismus, um im Leben vorwärts zu kommen. Ja, oder dass du einfach sagst, du bist arm. Ja, einfach ein bisschen provozieren, ja. Und dann wird die Frau irgendwann sagen, boah, jetzt reicht's aber. Ja, und das Patriarchat kannst du auch aus dem Kopf rausschreien. Ja, dann musst du einfach mal sagen, ich bin der Herr im Haus. Ja, und extra nochmal extra provozieren. Und dann oder dann sagst du zu ihr, wie heißt es, du darfst nicht arbeiten oder so. Und jetzt, mach mir mein Essen oder so. Und dann wird die Frau sagen, boah, jetzt reicht's aber langsam. Und dann kannst du natürlich noch weiter provozieren. Das ist Provokationstherapie, das hilft manchmal. Ne? Und kannst auch manchmal frech werden. Ne? Bist du mal wieder schwanger oder was? Dann mach mal die Beine breit, so ungefähr. Ja? Das ist sehr, sehr frech, wird das wahrgenommen von der Frau. Ne? Und wenn du dann noch sagst, Bitch, dann wird sie durchdrehen und sagen, jetzt reicht's aber. Ja? So, das ist dann einfach, um das zu provozieren. Und dann ist wichtig, dass du dann auch, weil du musst das Patriarchat, den Feminismus und den Faschismus aus dem Kopf rausbringen der Frau, dass du dann sagst, ich kann ohne Feminismus nichts erreichen. Ich schaff das nicht, ich bin immer arm. Ich werde immer arm sein. Ja, du wirst immer arm sein. Ja, einfach, das ist Provokationstherapie, kann man auch machen. Ist auch ein bisschen flirten und so, vielleicht weiß ich nicht, ob es auch in die Richtung dann geht. Aber das ist, das ist Provokationstherapie. Ne? Und dann sagst du, hast du schon mal von positiver Gehirnprogrammierung gehört? Klar, ich glaube, es gibt dann auch dieses neurolinguistische Programmieren, NLP. Ne? Also die Menschen wieder in das Glücklichsein, was du als Kind sowieso mitbringst,
aber auch als Erwachsener haben willst, dass du das wieder lernst. Das ist das positive Gehirnprogrammierung, darum geht's. Alpha-Verhalten lernen, ich habe euch gerade auch die 10 Dinge nochmal vorgelesen. Gestern habe ich noch ein Video gemacht, was wollen Frauen und so, klar. Über 200 Videos auf meinem Kanal, hier gibt's auch News zur Politik, ist wichtig, weil Ukraine und so wird viel gelogen. Und ansonsten, liebe Freunde, ja, und da sage ich jetzt gerade den Männern, macht ein bisschen Sport oder spazieren. Alpha-Verhalten ist wichtig. In die Natur gehen. Man muss auch wieder runterkommen, sich gesund ernähren. Ist wichtig. Hör mal mit deinen Chips und deinem Alkohol auf in dieser ganzen Scheiße. Ja, Schluss damit. Ja, du musst damit aufhören. Du weißt, was in dir steckt und was du erreichen kannst im Leben. Ja, weil sonst wirst du immer dich wie ein Loser fühlen. Immer Bier, Bier, Bier. Ja, ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Ja, und auch liebe Frauen, positive Gehirnprogrammierung. Darum geht's. Ich hoffe, euch hat der Beitrag gefallen. Abonnieren bitte nicht vergessen. Regelmäßige Videos gibt es hier. Kommentar, wenn da Kommentare sind oder so und ich das sehe, werde ich es auch sehr gerne beantworten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.